Ja, moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Neandertaler Whisky Blog. Und ja, wir feiern heute ein kleines Jubiläum und zwar 3 Jahre Neandertaler Whisky Blog. Und tatsächlich bin ich jetzt einen Monat zu spät mit dem Video. Eigentlich wäre das Jubiläum am 5.7. schon gewesen. Liegt einfach daran, ich habe ein bisschen vorgedreht, ich hatte es jetzt auch dann nicht auf dem Schirm, war ein bisschen viel los und ja, ist mir irgendwie durchgerutscht. Dann habe ich irgendwie gedacht, ja, drehst du denn überhaupt ein Video? Und jetzt habe ich gedacht, komm, machst du. Ja, ich habe mir vorhin tatsächlich, bevor ich dieses Video jetzt drehe, nochmal das Video zum 2-jährigen Jubiläum angeguckt und habe geguckt, was hat sich geändert, was hast du angekündigt, was hast du umgesetzt und so weiter von dem. Ja, kommen wir im Laufe des Videos so ein bisschen dazu. Und im Glas zur Feier des Tages einen speziellen Bottle Kill, einer meiner Lieblingswhiskys, der Mortlach 16 Jahre, auch eins meiner ersten Videos. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Die Qualität wahrscheinlich ein bisschen schlechter als mittlerweile sie ist, aber ja, waren halt die Anfangszeiten. Ja, wo fangen wir an? Fangen wir mal mit, ich glaube, so habe ich das letzte Mal auch ungefähr gemacht, so ein bisschen mit Zahlen an. Tatsächlich hatte ich jetzt das 200. Video, war das letzte Video, was ich gemacht habe. Das jetzige ist das 201. Ja, hätte auch besser gepasst, wenn jetzt das 200. jetzt gewesen wäre, aber egal, keine Punktlandung. Und ich habe Stand heute, jetzt wo ich das Video drehe, tatsächlich 296 Abos, also kurz vor der 300er Grenze. Ja, und ich glaube, letztes Mal war ich kurz vor der 200er Grenze, noch ein bisschen weiter weg. Aber ja, im Prinzip, wie ihr seht, 3 Jahre vorbei, fast 300 Abonnenten. Man kann sagen, pro Jahr 100 Abonnenten dazu gewonnen. Ja, vergleichsweise wenig, ist jetzt nicht mega viel. Auch wenn man es jetzt in der Bubble Whisky vergleicht. Ich meine, mit anderen Kanälen braucht man es gar nicht vergleichen. Das ist ein Mini-Wachstum. Aber innerhalb der Bubble Whisky ist es ja trotzdem. Da ist das Wachstum ja auch nicht so riesig bei den Kanälen. Aber vergleichsweise jetzt ist das noch relativ klein. Ja. Kommen wir mal zu dem Thema, weil die, die den Kanal ein bisschen länger verfolgen, haben es dann mal mitgekriegt. Ich habe ein bisschen mit der ganzen Geschichte hier gehadert und habe auch tatsächlich zeitweise überlegt, in den Sack zu hauen. Das Thema ist erstmal vom Tisch, aber noch nicht ganz. Ja, was waren so die Gründe dafür? Es ist halt furchtbar anstrengend und nervig, wenn man hier Arbeit in den Kanal steckt. Das Wachstum ist eh kein großes. Am Ende des Tages geht es jetzt auch nicht darum, dass ich den größten Kanal überhaupt habe und das ein Riesenkanal werden muss. Und das ist es nicht, aber trotzdem freut man sich, wenn viele zuschauen. Und man macht es ja dafür, dass möglichst viele zuschauen. Und was mich besonders doll stört, ist, wenn dieses Wachstum einfach damit zu tun hat, dass irgendwelche Sachen geändert werden von YouTube und so weiter und man daran scheitert und deswegen kein Wachstum mehr stattfindet und man ausgebremst wird und nicht, weil ich es jetzt schlechter oder langweiliger mache als vorher oder whatever, sondern einfach, dass da irgendwelche Sachen umgestellt werden. Und also, ne, meinen Frust mal zu erklären, woran es jetzt im Speziellen liegt, Ende des letzten Jahres hatte ich Klickzahlen, Bombe, ist für meinen Kanal durch die Decke gegangen, in Anführungszeichen. Die Klickzahlen waren der Hammer, Abos sind gestiegen. Ich hatte über mehrere Monate es etabliert, dass 10 bis 20 neue Abonnenten pro Monat reingekommen sind, was auf einmal ein richtiger Schwung nach oben war. Und Anfang des Jahres hat YouTube irgendwas am Algorithmus geändert und von jetzt auf gleich, nachdem ich mir nach langer Zeit diesen positiven Aufschwung erkämpft habe, haut YouTube einfach voll die Bremse rein. Und Anfang des neuen Jahres sind die Klickzahlen runtergegangen. Also wie das halt so oft ist, und da sieht man, es liegt dann an Algorithmusveränderungen. Auf einmal werden einfach Zahlen so gut wie halbiert. Das ist immer so ein Zeichen dafür, dass da immer so ein rechnerisches Ding dahinter steckt.
Und relativ schnell sind die Klickzahlen fast bei null gewesen. Also irgendwie die Videos wurden dann, weiß nicht, 20-fach geklickt oder was. Und ich habe 3 Monate lang keine Abonnenten mehr dazu bekommen. Oder wenn ich mal einen dazu bekommen habe, ist er wieder weggefallen. Also null Wachstum, wo ich dachte, echt, ohne Scheiß, euer Ernst so, ich habe mir jetzt eine Situation geschaffen, so wie ihr meinen Kanal anzeigt, ist durchgehendes Wachstum da, die Leute gucken auch, die Leute haben Bock, es wird auch kommentiert und alles. Und auf einmal wird irgendwas umgestellt und mein Kanal, man hat halt gemerkt, mein Kanal wurde einfach nirgendwo mehr angezeigt. So, weil gar keiner mehr drauf geklickt hat, gefühlt so, ne? Und da kriegt man echt eine Hasskappe, muss ich ganz ehrlich sagen, das geht einem ziemlich auf den Sack. Und da habe ich dann auch angekündigt, da habe ich gesagt, so, okay, ich werde wahrscheinlich, habe ich gesagt, auch, weil ich mir das noch durch den Kopf gehen lassen wollte. Ich habe gesagt, ich habe noch ein paar Whiskys da, die ich verkosten werde, wo ich Videos zu machen werde. Und wenn die durch sind, entscheide ich, haust jetzt in den Sack oder nicht, aber rechnet mal damit, dass ich in den Sack hau. Jetzt habe ich mich erstmal dagegen entschieden. Ich sage erstmal, weil. Ja, ich habe dann echt lange drüber nachgedacht. Es macht ja am Ende Spaß. Ich habe eine Community, mit der ich Austausch habe. Das ist ja das, was ich will. Trotzdem, weiß ich nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich denke schon, dass das ein oder andere versteht. Man steckt hier Arbeit rein. Der Kanal soll ja auch wachsen und von außen wird das beeinflusst, dass das nicht passiert so, ne? Und kann ich ganz schwer mit umgehen. Geht mir richtig auf den Sack. Und dann habe ich ja durch ein, zwei Videos, die gut liefen, eine neue Situation geschaffen, dass ich wieder Wachstum bekommen habe. Ich habe mich da quasi rausgearbeitet aus dem Loch. Ja, und jetzt sind wir im Sommerloch. Was halt für alle Whisky-YouTuber immer so die Bremse reinhaut oder für fast alle. Und wobei man sagen muss, jetzt aktuell die letzten 2 Wochen liefen sehr gut und für Sommerloch läuft es bei mir gerade toll. Viele Abonnenten dazu bekommen, viele Klicks und so weiter. Ja. Da kann ich mich gar nicht so beschweren. Da läuft es bei dem einen oder anderen vielleicht noch schlechter, aber insgesamt läuft es für alle beschissen. Ja, ist so eine Sache. Das war eine Sache. Dazu kam, dass ich auch gesagt habe, okay, es sind einfach so viele neue Kanäle dazugekommen. Nervt dann auch irgendwie, wenn ein Kanal aus dem Nichts kommt und der wird dann, warum auch immer, vom Algorithmus befördert und der überholt einen relativ schnell in den Abozahlen. Ohne dass man jetzt sagen kann, liegt jetzt daran, weil er gut oder schlecht ist, kann man gar nicht nach so kurzer Zeit, ist dann einfach irgendwie, die ziehen an dir vorbei, weil die neu sind. Muss man auch nicht verstehen. Sind so Sachen. Also generell denke ich einfach, dass das, ich habe es schon tatsächlich vor einem Jahr ein bisschen thematisiert im Video. Ich glaube, wir sind an den Punkt gekommen, wo das Ganze ein bisschen gesättigt ist. Wo es einfach zu viele Kanäle gibt und ja, dahinter fragt man sich dann schon, soll man es noch weitermachen und so weiter. Weil wenn man die Gesamtsituation irgendwie in dieser Bubble auch nicht mehr so geil findet, na, dann ist man dann schon ein bisschen am Überlegen. Nichtsdestotrotz gibt es auch einige Whiskys, weil ich mir jetzt ein paar neue gute Whiskys, auf die ich Bock habe, besorgt habe, wo ich auch Videos machen will. Die werde ich auf jeden Fall noch machen. Und es sind halt noch ein, zwei größere Sachen in der Pipeline. Wenn das klappt, könnte das dem Kanal nochmal einen dicken Push geben. Kann ich jetzt aber nicht viel zu sagen, was das genau ist. Ihr werdet es früh genug mitkriegen, wenn es klappt. Und dann wird es auch angekündigt. Das sind so Sachen, die Sachen will ich jetzt noch abwarten. Und wie es nach dem Sommerloch weiterläuft. Ne? Und ja, weil generell macht es ja Spaß. So, ne? Aber ich habe jetzt auch, ich habe auch lange Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ich hatte jetzt auch, man hatte ja auch zwischendurch Stress. Es war auch die Situation, dass in dieser schwierigen Phase ich auch wenig vorgedreht habe und dann immer in der Woche trotz Arbeit und so weiter manchmal keine Zeit gefunden habe und trotzdem das Video machen musste, damit Freitag eins da ist. Und als ich dann eine Situation geschaffen habe, wo ich viel vorgedreht habe, in dem Moment, wo ich Zeit hatte und dann da, wo ich nicht Zeit hatte, konnte ich dann auch mal es sein lassen mit Video drehen und hatte ein paar entspannte Monate durch das Vordrehen, hab ich auch, ist die Lust ein bisschen mehr wieder zurückgekommen. Ne? So, das so ein bisschen dazu. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch großartig thematisieren wollte zu dem Rückblick. Was waren so Highlights, könnte man sicherlich noch drüber sprechen.
was dieses YouTube-Ding, aber auch, ich gebe ja auch Tastings und so weiter, dieses Whisky-Ding allgemein mir eröffnet hat. So, ich konnte jetzt schon zwei Brennereien in Deutschland bei mir in der Nähe besuchen. Das war einmal die Lübbehusen-Brennerei in Emsdeck bei Oldenburg da in der Nähe und die Ida-Distillerie in Ostfriesland. Da habe ich aktuell jetzt ein Video zu gemacht. Ja, dass man dann solche Gelegenheiten kriegt, so, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Wenn ich diesen Kanal jetzt nicht machen würde und mich dann nicht so mit intensiv beschäftigen würde, hätte ich da jetzt nicht wahrscheinlich irgendwie solche Besichtigungen. Also natürlich kann ich als mit einer Gruppe dahin gehen und die Brennerei besichtigen, aber wenn man dann eine persönliche Führung kriegt und solche Sachen, das ist schon ein krasses Highlight und nochmal danke dafür. An dieser Stelle, das sind echt immer coole Sachen. Ansonsten hat man ja auch hier mega viele geile Whiskys auf dem Fass. Ne? Also so, es gibt ein Video, wo ich echt sage, das hat gerade mal über 50 Klicks. Das war wahrscheinlich so mit der beste Whisky, den ich hier in Videos hatte und überhaupt im Glas. Schade, dass das so wenig Anklang gefunden hat, das Video. Das war ein Glenn Ells Whistlewood, der dritte. Wer vielleicht doch noch im Nachgang gucken will, Burner Whisky, habe ich den abgefeiert. So. Auch über einen Whisky-Kumpel, der auch dann meinen Kanal gesehen hat, ein bisschen helfen wollte und hat mir diesen Whisky für ein Video gegeben. Hätte ich sonst auch wahrscheinlich nicht probieren können. Ja, doch, probieren können durch ihn schon, aber jetzt fürs Video nochmal extra. Das sind so Sachen einmalig, so bringt auch viele positive Sachen mit sich, allein der Austausch mit der Community. Ne? Also im Großen und Ganzen ist das ja alles cool. So, deswegen wird es auch erstmal weitergehen. Ja, ich hatte in dem Video letztes Jahr auch irgendwie angekündigt, dass es neue Formate gibt. Auch das habe ich umgesetzt. Die Pairing-Formate und die Barbecue-Videos habe ich im Besonderen auch sehr viel Spaß dran. Auch gerade diese Zigarren-Pairing-Geschichte und so betreiben. Ich wüsste jetzt gar keiner, der es macht in seinen Videos, aber ich gucke ja auch nicht alle. Kann man auch bei so vielen Kanälen auch nicht. Auf jeden Fall ist das so eine Sache, die mir persönlich Spaß macht und ist noch was, das hat irgendwie nicht jeder Kanal, finde ich ganz cool. Und ja, die Sachen wurden tatsächlich umgesetzt von dem, was ich so aus dem letzten Video angekündigt habe. Das ist auch soweit alles passiert. Viel weiter in die Zukunft gucken können und wollen wir momentan gar nicht. Was da noch alles so kommt, auch Brennerei-Videos mit dem Ida-Video ist dann auch schon eins online gegangen. Das wird, wenn der Kanal dann über längere Zeit weiterläuft, dann wahrscheinlich auch nochmal wieder ein bisschen ausgebaut. Und vielleicht gibt es ja auch nochmal die ein oder andere Kooperation mit dem einen oder anderen, was man da mal im Video umsetzen kann. So, ich nehme jetzt ganz kurz einen Schluck auf das Jubiläum, Sláinte, Leute. Granaten-Whisky, Leute. Guckt euch einfach das Video an. Ich will jetzt da nicht zu viel zu erzählen hier in dem Video. Ja, was gibt es sonst noch zum Verlauf dieser ganzen YouTube-Geschichte zu sagen? Also, am Ende des Tages, Ausblick haben wir schon gemacht, wird nicht viel kommen. Rückblick haben wir jetzt auch schon hinter uns. So ein bisschen über die Highlights geschnackt haben wir auch. Ich finde, whisky-technisch kann man auf jeden Fall noch den Loch Lomond 21 erwähnen. Das Video hat richtig Bock gemacht, den zu verkosten und da gehe ich auch steil in dem Video. Also alle, die so Videos sehen wollen, wo ich positiv abgehe, Loch Lomond 21 ist so ein Ding. Jetzt für die Hogsheads abgefüllt, die Ardmore 13 von Douglas Thompson. Die Geschichte, ich glaube, das ist vom Abgehen und geflasht sein, glaube ich, das krasseste Video, was ich online gestellt habe. Im negativen Abgehen fallen mir jetzt gar nicht so viele ein. Einer im Speziellen, das war der Smokehead, wie hieß der noch? Terminado. Ich habe tatsächlich den Beinamen schon irgendwie aus dem Kopf gestrichen, weil das Ding mit Tequila-Finish. Ich habe auch schon ein paar Rückmeldungen bekommen, dass viele den geil fanden und nicht verstanden haben, warum ich da so negativ drauf abgegangen bin. Keine Ahnung, guckt euch mal das Video an. Ich fand ihn furchtbar. Ich habe ihn seitdem auch tatsächlich nicht wieder probiert.
Wenn mir der nicht mal umsonst ins Glas geschenkt wird, dann werde ich den auch nicht mehr probieren. Ansonsten, ich habe schon mal in einem Livestream angekündigt, sollten wir die 300 dann mal durchbrechen, würde ich gerne ein Video machen, die Top 5 schlechtesten Whiskys, die ihr mir zukommen lasst. Tatsächlich gab es erst eine Meldung darauf, da muss ich noch drauf antworten. An dieser Stelle, wenn du weißt, wer gemeint ist, ich schreibe dir demnächst mal zurück. Wir knacken bald die 300 und ich fände es cool, wenn ich irgendwie so richtig 5, wo ihr sagt, das ist das ekligste Zeug, das würde ich in einem Rutsch durchprobieren und für euch mich opfern als Dankeschön, dass ihr den ganzen Kram, den ich hier mache, so unterstützt. Ja, an dieser Stelle will ich dann auch einfach Schluss machen. Nochmal mein Glas auf euch erheben. Vielen Dank für die Unterstützung, für die Abos, für die Likes, für die konstruktive Kritik. Ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder noch lieber ein Abo. Und dann sage ich nur noch reingehauen.